Liebe Vorschülerin, lieber Vorschüler, ihr gehört jetzt zu den Großen. Das heißt, nach den Sommerferien kommt ihr in die Grundschule. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders als sonst. Vermutlich habt ihr nicht die Möglichkeit, vorab schon mal in die Schule zu gehen, zu schauen, wo ihr zukünftig unterrichtet werdet und was es dort zu entdecken gibt. Wir haben uns deshalb gedacht, wir wollen euch einen kleinen Einblick in eure Schule ermöglichen und wir haben deshalb diesen Film gedreht. Das heißt, ihr könnt jetzt ein bisschen mit dem Film schauen, na, wo geht's denn los nach den Sommerferien und was bietet eure Schule so? Worauf könnt ihr euch freuen? Der Tag der Einschulung, der dann nach den Ferien ist, das ist ein ganz besonderer. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Das hier, das war ich an meinem ersten Schultag. Die Schultüte, fast so groß wie ich, mit lauter Sachen zum Lernen drin. Oder vielleicht auch ein paar Süßigkeiten. So ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. Aber ihr werdet euch noch lange an euren Tag erinnern können. Die Schulzeit ist was ganz Besonderes. Und ich bin mir sicher, ihr werdet euch an eurer Schule wohlfühlen. Wir, der Landkreis Bergstraße als Schulträger und viele andere, vor allem eure Eltern und eure Klassenkameraden und eure Lehrer, die werden dazu beitragen, dass ihr eine gute Schulzeit vor euch habt. Also freut euch schon mal, nach den Sommerferien beginnt sie eure Schulzeit. Viele Grüße, euer Christian Engelhardt. Hallo, herzlich willkommen bei uns in der Grundschule Niederlebersbach. Ich bin der Michael und ich zeige dir heute, wie deine erste Klasse aussehen wird. Bienvenue dans notre école. Das war Französisch. Bienvenue dans la noire. Das war auf Rumänisch. Herzlich willkommen in unserer Schule. Das war Odenwälderisch. Bienvenido a nuestra escuela primaria. Das war Spanisch. Serdecznie witamy do naszej szkoły. Das war Rumänisch. Wir sind in der Schule und das war Albanisch. Komm mit, ich zeig dir deine Schule. Ihr werdet sicherlich festgestellt haben, dass das nicht euer Klassenraum ist. Nicht der Klassenraum der Klasse 1. In diesem Raum haben wir uns immer freitags getroffen zum Vorschulprojekt. Aber wir zählen jetzt einfach mal bis 3 zusammen. Und ihr werdet sehen, schwuppdiwupps stehe ich in eurem Klassenzimmer für die Klasse 1. 1, 2 und 3. Siehst du, das Zählen hat geholfen. Jetzt stehen wir in deinem Klassenraum. Jetzt fehlen nur noch deine Mitschüler. Und die kommen auch noch. Aber wir schauen uns jetzt erstmal in deinem Klassenraum um. Was gibt es in deinem Klassenraum? Auch die Tafel wirst du an jedem deiner Schultage sehen und du wirst an dieser Tafel sogar schreiben oder Zahlen schreiben. Das hier ist der Lehrerpult. Hier wird deine Klassenlehrerin sitzen, wenn ihr euch an deinem ersten Schultag kennenlernt. Wie du siehst, gibt es auch hier in deiner ersten Klasse Tische und Stühle. Und auch schon Schulkameraden und Kameradinnen sind hier. Und du könntest zum Beispiel ja hier an diesem Platz sitzen. Du hast es schon festgestellt, wir befinden uns nicht mehr im Klassenraum. Nein, wir sind jetzt auf dem Schulhof und hier wirst du jeden Tag viel Spaß haben mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Nachdem du Unterrichtsende hast und Schule aus, darfst du uns gerne noch in der Betreuung besuchen. In unserer Mensa erwartet dich ein sehr leckeres Mittagessen. Ich hoffe, diese kleine Führung von unserer Schule und vor allem dein Klassenzimmer hat dir gefallen. Wir sehen uns nach den Sommerferien und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei uns auf der Grundschule Niederlebersbach.